So, okay. Ich glaube, hier liegt erstmal nicht mehr so viel rum. Muss eigentlich fast alles auf. Ich sehe nichts mehr. Habe alles aufgelesen. Gut. Dann machen wir weiter. Ich sehe sogar, hier ist sogar noch ein Lagerfeuer. Hier ist noch ein Banditenlager. Das sind solche Viecher. Die müssen wir eigentlich auch noch killen, weil wir kriegen von denen etwas, womit wir dann bessere Rüstung kaufen können, die wir vielleicht noch brauchen. Ich würde vielleicht wahrscheinlich sogar versuchen, da mal hinzumachen. Machen wir so, Leute. Wir machen ganz schnell Banditenlager. Machen wir das hier noch platt. Das ist, sollte relativ easy sein. Laufen wir einfach nach Norden. Ne? Dann killen wir die Viecher hier. Und dann reiten wir hier hoch. Muss ich mir, hier guck mal, hier kann ich mir so einen Breitkopf besorgen. Dann einfach da lang reiten. Ich überlege, ob wir da vielleicht mal kurz auch zu dem See machen. Den würde ich mir auch gerne mal angucken. Ob der vielleicht eingefroren ist oder so. Also hier die Strecke reite ich dann auf jeden Fall. So. Okay. Banditenlager, ich in der Richtung. Ach, guck mal, ist gar nicht so weit weg. 300 nur. Easy. Ich überlege halt immer noch, wie alt oder wie lange das her ist, weil anhand der Stadt kann man das ja ein bisschen mutmaßen, so wie die aussah und so. Ich hatte halt irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren so eine billige Doku gesehen, wo halt drauf eingegangen wurde. Wenn man davon ausgeht, quasi komplette Menschheit wurde ausgelöscht oder so, ne? Wie eine Stadt sich quasi über die Jahrtausende dann verändern würde, wenn dann kein Mensch mehr dort leben würde. Und ich glaube, wenn eine Stadt so aussieht, sind das auf jeden Fall viele, viele tausend Jahre. Aber ich habe das auch nicht mehr ganz genau. Ich kann jetzt nicht hier auf den Tag genau sagen. Ja, aber man kann da auf jeden Fall ein bisschen mutmaßen schon. Ja, hier ist noch ein Fuck. Ah, stimmt, hier sind noch Fische, Leute. Die müssen wir auch gleich mal... Der rennt durchs Wasser? Was geht mit dem? Eieieiei, die schwimmen nicht, die Tiere. Das ist unschön, da müssen wir nochmal was machen dran. Erstmal schnell die Fische noch killen. Wir brauchen Fischgräben. Okay, ich muss mir einen Bogen machen. So. Irgendwo war eigentlich noch ein Fisch gewesen. Vorne. Okay. Ich glaube, der hat was Blaues getroppt. Das wäre sehr, 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 sehr schön. Absolut kein Platz dafür. Okay, wir müssen irgendwas droppen. Ja, ich muss mein Zeug loswerden, ich merke das schon. Scheiße, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja. Und hoffe, dass wir dann wieder Slot 2 haben, dass ich das noch aufheben kann. Das Beste ist, wenn ich das jetzt alles weghaue. Ich weiß, aber Kette brauchen wir sowieso nur über die Zeit. So, wir haben übrigens auch 3 Skillpunkte, sehe ich gerade hier. Was gehen wir denn da mal? Okay, nee, Leute, wir machen jetzt erstmal Fallen entschärfen und Bastler. Wir brauchen das, dass wir die Modifikation rausbekommen. Darauf sollten wir uns jetzt erstmal konzentrieren, denke ich. Weil dann können wir rumspielen, wie wir wollen mit dem Zeug. So, jetzt hoffe ich, ich teste das jetzt gleich mal, dass, wenn ich jetzt hier, dass das auch gilt für die Dinger hier. Das sind ja auch Fallen. Also, ne, drum habe ich ja gehofft, dass das auch dafür zählt. Ja, sehr gut, Leute. Wir können die wieder aufheben. Spitze. Das wird uns gut Ressourcen jetzt sparen. So, ich muss in die Richtung hier. Da stehen sie schon alle bereit. Okay, lass uns mal Pfeile herstellen. So, okay. Wir machen jetzt hier wirklich kurzen Prozess, Leute. Siehst du uns nicht. Oh. So, da ist einer. Da sitzen zwei. Das sind ganz schön viele hier, so wie es aussieht. Okay, als erstes den, dann könnten wir vielleicht sogar die Waffe von dem benutzen. Also, na, haben wir irgendwas Großes, was explodiert? Nicht wirklich, ne? Na gut, komm, wir räumen jetzt hier schnell auf. Was soll. Hey, nicht aufstehen. Da drüben hat's jemanden erwischt. Oh. Oh. Okay, verkackt. Na gut, machen wir Action, Leute. Er hat sich aber auch ganz fies bewegt, ey. Muss man mal dazu sagen. Wir müssen erst den hier killen irgendwie. So. Wo ist der andere? Hier oben ist noch einer. Ah, der kommt runter. Triff mich nicht. Ich treffe dich aber auch nicht gerade. Ich kriege... Na komm her, Alter.
Wow! Da ist auch einer. Okay, das... Auf den. Namen. Und den. Ah, ich treffe gerade richtig beschissen. Ah, der hat einen Helm auf. Deswegen. Ich habe aber davor auch nicht getroffen. Alter. Wie ging das denn jetzt? So. Okay, ist auch down. Nein. So, der nächste bitte. Von wo kam das jetzt? Von dir oder was? Spinnst du? Hätten wir. Lass es mal hin. Endlich Alarm! Da rennt da bestimmt noch mehr rein, oder? Jo, kommt ruhig alle her, kein Problem. Hab ich echt kein Problem mit. Verteilen noch ein paar Fallen für euch. So. Und. Ach komm, lass mal Feuerpfeile nehmen, das ist lustiger. Hey du. Oh, wo kommen die Schüsse denn her? Hier links ist irgendwo noch einer. Alter, da hört ja einiges aus. So. Okay, müssen wir uns heilen. So, irgendwo werde ich hier noch beschossen. Ich sehe es aber gerade nicht. Da! Ah, so ein Arsch. Nein, das war nichts. Ich stell mich gerade ein bisschen an, ne? Ach shit, die fällt ja gar nicht um davon. So, hätten wir. Die ja nicht durch die Falle gehen wollen, die Säcke, ne? Renn! Alter! Schnell, schnell, schnell! Okay, mehr Sprengdrähte. Nice. So. Ah, Stufe 27. Cool. Ja, brennt! So, das können wir aufheben, denke ich. Ah, das ist super mit dem Looten, Leute. Das ist gut, dass es auch dafür zählt. Zwei Pfeile reichen, dann sind die immer voll. Ah, die gehören zu uns, oder was? Nee. Nee, ich glaube, die gehören nicht zu uns, Leute. Okay. Alter! Die hat mehrere Pfeile. Oh, das sind die Elite-Typen. Okay, ganz schnell hochheilen. Sprengkarte nach Vorsichtstappel. Das kann nichts werden. Also das ist deutlich anspruchsvoller, das Banditenlager hier. Ich stelle mich auch ein bisschen an. Aber es ist auch anspruchsvoller, muss man dazu sagen. Okay. Machen wir weiter mit Feuerpfeilen. So, das ist down. Das ist auch down. Nimm das! Auch down. So. So viele können es halt nicht mehr sein. Viel Leben. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Hey du. Ach shit. Okay, ich glaube, das davon ist der letzte, oder? Ah, könnte ich ja Treffer kommen. Nein. Ah, Mann. Das ist dein So, haben wir es jetzt. Nee, da oben ist einer. Schnüffelt hier immer noch rum. Komm lieber raus. Nee. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Jo. Ich hätte es gern cooler gelöst, aber egal. 15.000 Erfahrungsminuten hat das gebracht. Das ist ordentlich.
So, aber dann haben wir jetzt gleich hier das Lagerfeuer. Das ist doch super. Und ein Händler. Was verkaufst du? Leider auch nichts Besseres. Also die Meridian und so haben bessere Sachen vertickt. Deswegen werde ich jetzt hier noch nichts holen. Aber wir können verkaufen. Spitzenmäßig. So. Okay, Leute. Neuen Satz haben wir wieder frei. Ich habe jetzt alles vertickt, wo bei Verwendung nur da steht, Verkauf gegen Metallscherben. Ich gehe immer noch fest davon aus, dass das dann noch, dass ich mich drauf verlassen kann, dass ich das nicht für was anderes noch brauche. Kapazität haben wir jetzt hier 9 Slots, ne? Und 2200 Scherben haben wir wieder. Ist auf jeden Fall ordentlich. Gerade wenn man bedenkt, dass wir schon sehr viel von den Taschen und so erhöht haben, was doch relativ teuer ist. Wir sind immer noch Nora. Aber wie lange noch? Die Verderbnis hat sich zu weit ausgebreitet. So. Okay, ich wollte mal schnell hier alles looten. Und dann machen wir weiter. So, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt hier... wir machen erst hier hin. Killen die Viecher, in der Hoffnung, dass wir hier so einen Donnerrücken, irgendwas auch immer bekommen. Das brauchen wir unbedingt. Donnerrücken, Herz oder so. Zelle, irgendwas in der Richtung. Weil das können wir gebrauchen, um irgendeine gewisse Rüstung zu kaufen. Eine epische, glaube ich. Und dann würde ich mir so einen Breitkopf schnappen und nach Norden reiten, um die Quest da noch zu lösen. Und danach machen wir wieder gehen Westen. Etwas Vorrat. Und guck nach Olin oder so. Zurück in den Dschungel, sozusagen. So, mal gucken, wie viele wir hier haben. Hasen brauche ich, glaube ich, auch noch. Ne? Ich hoffe, hier ist mehr als einer. Da ist einer. Okay, ja, die sind ja, machen wir erstmal Sprengpfeile, dann Feuerpfeile. Okay, das war's mit dem Schleichen. So, Feuerpfeile, das hat irgendwie nie so viel gebracht. Ist nicht viel Rüstung weggeknallt. Immer ein Alter. Alter, ist der irgendwie härter oder so? Ist der verdorben? Kommt mir irgendwie härter vor. Okay, Feuerpfeile bringt Scheiß. Alles klar, okay, machen wir es anders. So oft haben wir gegen die noch nicht gekämpft. Okay, das ist instant eingefroren. Sprengräder, haben wir mal ein paar rein. Ich kann die doch wieder aufheben. Bringt auch nicht so viel, weil ich nicht treffe. Gehen wir auch so hier. Deutlich besser. Hier unten schießen. Ey, das ist so krass, ne? Die, das Einfrieren verdoppelt den Schaden sogar. Warte mal. Eben habe ich 80 gemacht. Okay, so gehen die easy. Ich muss einfach mit dem Frost arbeiten. Okay, alles klar. Die Gegner habe ich jetzt auch kapiert. Einfrieren und dann die zwei Tanks einfach zerstören. Okay, schade leider nicht das, was ich suchte. Ich stehe auch übelst auf diesen grafischen Effekt, wenn die eingefroren sind. Das sieht mega fett aus. Das ist halt immer gut sowas, ne? Das brauche ich vielleicht noch. Wenn man den Eindruck hat, dass was man macht auch wirklich einen Impact hat und so. Ich kann mir auch mal gleich noch mitnehmen hier. Reicht das schon? Der könnte daran sogar schon sterben. Nee, nicht ganz. Ein Pfeil für, ne? Okay. Schade, ich hatte gehofft, dass hier ein paar mehr von diesen großen Viechern rumrennen. Na, ich kann es jetzt nicht ändern. Bräuchte so ein Areal wie mit den Spinnen, wo so 5 Spinnen auf einmal rumgerannt sind. Wo man das farmen kann oder grinden kann, dass man das hat, was man braucht. So, ich laufe gerade an denen hier vorbei. Ne? Ist hier noch irgendwo anders ein Spot von denen? Nein, okay, dann machen wir mal hier runter. Brauchen ein Reittier. Man könnte das ja auch skillen, ne? Dass man ein Reittier quasi immer bekommt, wenn man pfeift. Aber...
finde. Also man ist so schnell zu Fuß unterwegs. Das hilft bestimmt weiter. Was? Hier ist leider keiner. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Da vorne vielleicht? Sägezahn. Nein, der bringt uns jetzt leider nichts. Können den schnell killen. Wobei es Spaß macht. Jetzt muss ich die ganzen Kräuter noch einsammeln. Das werde ich dann jetzt als nächstes anscannen. Sobald wir das mit den Modifikationen haben, skill ich erstmal, dass die Regeneration von den Heilkräutern doppelt so hoch ist und, also nicht doppelt so hoch, aber schneller geht. Und zusätzlich werde ich skillen, dass wir doppelt so viel quasi einsammeln können. Das würde sich lohnen. Lagerfeuer entdeckt. Na gut, ist mich an der Sägezahn vorbeigelaufen. Scheiße. Ich hätte wie gesagt mal Bock, gegen so einen Verdorbenen zu kämpfen. Weil die sind ja wirklich so 3-4 Mal härter dann immer. Nützlich für eine alte Rezeptur. Da oben sind Vögel. Können wir schon mal einen Feuerfeinde machen, vorbereitend. Mal sehen, ob ich eine Schleichattacke machen kann. Hat's erledigt. Ach Mann. Machen wir es kurz. Okay, der ist down. Das Problem ist, dass hier viele Vögel sind. Na komm, den machen wir noch. Haben wir. Halt dich mal, bitte. Wow, kommst du denn her? Okay. Alter, tut's eklig. Halt dran. So, das ist down. Alter, was geht denn? Seit wann explodieren die sind so krass? Und das alle? Nee, das ist keiner. Sollen wir den hier erwischen? Das ist sehr weit weg. Ich glaube, den treffe ich nicht, ne? Na gut, mit dem Sniperbogen kann ich drauf gehen, aber egal, den machen wir gleich, wenn er auf uns geht. Dann. Greift mich das der Graser einfach an, ey, unglaublich. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Warte mal, laufe ich überhaupt richtig? Ich laufe richtig, ja. Okay. Alter. Ah, scheiß los. Okay, hält mich. Mann, das geht mir auf den Sack hier. Hört auf, mich ständig anzugreifen von hinten, Drecksviecher. Krass, wir sind gleich Stufe 28, Leute. Das Leveln geht halt hier echt ultra schnell. Das ist der Wahnsinn. Ich mag die Viecher nicht mehr. So, Stufe 28, nice. Sehr, sehr gut. Okay, ja, wir müssen ein bisschen mehr straightforward laufen. Ah, guck mal, hier sind welche. Die kann ich mir besorgen. Muss jetzt mal gucken, dass sie mich nicht sehen.
reiten jetzt wirklich straightforward da durch, okay, weil sonst kommen wir hier nicht voran. Du kommst mit mir. Also schönes Gebiet hier. Schöne Winterlandschaft. So. Warte mal, hier ist noch irgendwo Lagerfeuer. Wahrscheinlich da oben auf dem Berg, ne? So, greifen die mich jetzt hier an? Ja. So gemein. Ist das meiner? Das ist der Gegner. So. Wow. Das ist ja dreist. Sehr gut, mein Kleiner. Ruhig. Ich wollte eigentlich nur looten. Ich bin bereit. Nein, nicht besteigen. Versuchen. Nicht mal alles besteigen, Aloy. So. Okay. Ganz ruhig. Guck mal, hier ist ein kleiner Wanderer. Ah, Händler. Das ist auch nichts Neues am Start. Okay. Alles klar. So. Gut. Wie gesagt, wir reiten jetzt straightforward durch. Also wir entdecken noch ein Lagerfeuer oder so. Ich will aber auf jeden Fall auch diese Metallblume mitnehmen. Das ist ein Graser, oder? Lanzenhorn. Ach die, okay. Oh, ist voll idyllisch hier. Ich mag ja so Schneelandschaften. Jetzt sind hier Vögel. Die werden wahrscheinlich auch gleich wieder angreifen. Ich reite trotzdem jetzt einfach durch. Gucken, was passiert. Ihr wollt wohl nicht überleben, oder was? Das muss das Bandit-Lager sein, von dem Wilgund erzählt hat. Was ist mit den anderen Söldnern passiert, die er geschickt hat? So, Sekunde. Plünderer. Freundliche Maschine. Ah, okay, alles klar. Die Maschinen sind sanftmütig. Als ob sie schon überbrückt worden wären. Ich nehme das mal. Ein freundliches Lager zur Abwechslung mal. Das freut mich ja. Alter! Ey, wenn die das hinbekommen, dass er selber mitkommt, dann muss ich das da auch hinkriegen irgendwie. Hallo. Ich will auch, dass er selber mitkommt. Das wäre halt übelst fett, wenn das ginge. Weil dann würde ich das definitiv skillen, dass man die ganze Zeit hat. Würde ich mir selber besorgen immer und mit dem dann rumlaufen. Und irgendwann würde ich mir so ein Donner, wie sind die Donnerrücken? Diese ganz großen würde ich mir dann auch holen. Ehre deinem Verak. So. Okay. Untersuche das Banuk-Lager. Rede mit dem Banuk. Möge dich umfangen. Okay. Müssen wir es mal finden. So, Wächter. Die Jäger Maschinen so aus der Nähe zu sehen. Das Grasadung. Ah, wie bitte? Gefrorener Grasadung. Der Verwüster führte mich her. Er war bei den Rivalen. Er tötete einen Eisjäger. Er riss ihn in zwei. Ich nahm die Herausforderung an. Doch als er zum Lager kam, wurde er sanft. Aber ist das nicht gut? Tikuk sagt, ein Geschenk. Pff, ein Geschenk ist bloß etwas Unverdientes. Die Maschinen sollen uns eigentlich herausfordern. Und jetzt bewache ich hier die Schamanen. Man sagt, sogar das Eis im Hain ist erfüllt vom blauen Licht, dem Ruf der Geister. Mögen die Maschinengeister dir wohlgesonnen sein.
wollte nicht mit mir reden. Wer rastet, der rostet. Wir sollten wieder raus und die Herde verfolgen. Wir haben einen Ruf zu verlieren. Ja. Ein anderer Verag ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen, aber wir müssen schlau vorgehen. Tico. Sei gegrüßt. Ich bin Tikuk. Schamane, ich hab sowas noch nie gesehen. Das blaue Licht ist stark hier. Mein Volk machte den weiten Weg aus den Höhlenbahnen Urs, um es einmal selbst erleben zu können. Blaues Licht? Das Licht der Maschinengeister. Es umgibt uns alle. Es setzt sich auf uns. Und so war es schon immer, bevor sie wütend wurden. Ich weiß von der Störung, aber dass die Maschinen derart ruhig waren. Was ist nur los hier? Wir wissen es nicht. Wir singen und wir lauschen den Maschinenliedern. Die Maschinen singen für euch? Für sich selbst? Du bist Jägerin. Du hast sie gehört. Ihre Chöre und Hymnen, die Rufe und Schreie. Wir sollen sie nicht verstehen, doch wir Schamanen interpretieren. Welches der Lieder hat sie so verärgert? Sie gegen uns gehetzt? Welches Lied besänftigt sie? Liegt es hier überall in der Luft, für uns unhörbar? Wie können wir die Maschinenwelt heilen? Tikuk, waren in letzter Zeit noch andere Fremde bei euch? Ein paar Osseram, ja. Sie reden ständig von einer Maschinenfehlfunktion. Als ob Maschinengeräte wären, die eine Reparatur brauchen. Tja, so sehen die Osseram wohl die Welt, oder nicht? Ja. Sie aßen mit uns. Und als sie herausgefunden hatten, dass sie nichts erklären konnten, gingen sie mit dem nördlichen Licht. Was ist mit dem Großen? Ein Sturm führte mich an diesen Ort. Ich dachte, es sei die Klage des Windes, die von der eisigen Bergflanke widerhallt. Aber nein, es war das Lied des Donnerkiefers. Ich fand ihn hier zusammengekauert, das Metall erstarrt, und ich suchte unter ihm Schutz. Als der Sturm vorbei war, verklang auch das Lied. Vielleicht verließ der Geist die mächtige Hülle. Oder er schlummert und ist noch da. Also haben wir ihn nicht zerlegt und geplündert. Und wir behandeln ihn mit großer Sorgfalt. Boah, die haben einen Donnerkiefer irgendwo hier. Darf ich mich etwas umsehen, Tikuk? Sprich, handle, lausche, wie du möchtest. Hier wird dir nichts geschehen. Also haben die beiden Pfeile und scharfe Klingen. Es muss an diesem Ort liegen. Ja. Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kann es mein Fokus. Ich hoffe, du hast dich gut. Das ist der Donnerkiefer, Leute. Ein anderer Verag ist hinter unserer Herde her. Wir werden zuerst zuschlagen, aber wir müssen schlau vorgehen. Ja, er hat den Geist aufgegeben, sowieso. Was machen wir hier? Jeder Moment, den wir vertrödeln, vergrößert den Abstand zwischen uns und der Herde. Da oben. Da, alles klar. Ein Signal. Und sein Ursprung liegt oben auf dem Berg. Das sollte ich mir lieber mal ansehen. Okay. Wisst ihr, was das sein könnte? Das könnte sowas Ähnliches sein wie diese eine Nebenquest, wo bei dem Anwesen, was die Viecher angelockt hat. Nur das halt hat eine andere Auswirkung. Ja, irgendwie sowas, was der halt friedlich macht. Hier sind die Banuk den Berg wohl hinauf und hinunter gestiegen. Ja. Lass uns mal gucken, wie ich da hochkomme. Hier auf jeden Fall nicht. Warte mal, hier muss ich doch hochklettern können. Interessant. Eine Nora, so weit entfernt vom Becken. Was führt sie nur hier? Okay. Ha!
gehen, das hier. Die Luft wird dünner. Kaum zu glauben, dass die Banuk noch weiter nördlich leben. Alter, ist das heftig. Ich kann fast bis zum Heiligen Land gucken. Am besten tue ich's nicht. Die sind auch freundlich. Die sind ja alle freundlich. Ja, es ist leider gerade dunkel, ey. Ich würde halt übelst gerne. Schade, dass es gerade dunkel ist. Weißt du, was wir mal machen können? Halt. Ja, wie sie sich freut. So, warte mal. Ich will nur mal die Aussicht ganz kurz hier gucken. So, Tageszeit. So. Irgendwie auf der Stirn, das sieht ein bisschen komisch aus. Okay, das Problem ist, es ist halt trotzdem ein bisschen Nebel oder so, drum erkennt man das kaum. Na gut. Uiui. Ja. Die Grauhabichte warten nur ab. Ein gutes Zeichen, nehme ich an. Ich habe halt irgendwie so eine Vorahnung, dass jetzt hier irgendwas schief geht. Wisst ihr, was ich meine? Was da so schief gehen könnte alles? Wenn wir dann nicht mehr in den Zimmer nur? Was denkt ihr, was hier abgeht dann? Schandbörsen hinaus! Ihr könnt uns nicht hier lassen! Schickt Wilgund dich? Er hat sich anscheinend ein Gewissen gekauft. Ist doch egal. Nora, du musst die anderen aufhalten. Da oben! Wir sind hier heraufgeschlichen und haben ein altes Gerät entdeckt. Ganz klar, dass das die Maschinen beeinflusst. Die anderen Schwachköpfe wollen es in Scheuerfels verkaufen. Aber es ist schon ordentlich verbeult. Als ob es vom Himmel gefallen wäre. Wir wollten nicht, dass sie es ausgraben. Ohne dieses Ding hier oben werden die Banuk massakriert. Ich halte sie auf. Ihr verschwindet hier. Ihr habt schon genug angerichtet. Ah, eine faire Einschätzung. Ey, wie der Typ einfach mal bei den Temperaturen hier. Ne. Bitte unpassend die Bekleidung, würde ich damit noch sagen. Warum habt ihr losgelassen, ihr Haufen Schnee. Holzköpfe? Das hier draußen wird es nicht wärmer. Schuld. Was habt ihr getan? Wer bist du? Du bist keine von den Banuk. Zu spät. Lasst mich mal sehen. Moment, Moment. Das ist unser Fund. Er gehört uns. Wenn du es haben willst, was ist dir das Ding wert? Ich weiß nicht so recht. Es war deine Idee. Du hast angefangen, bring's zu Ende. Na gut. Vielleicht ist das nur Schrott. Doch auch Schrott hat einen Preis. Also sag schon, was ist es dir wert? Deutlich mehr, als du es mir bist. Willst du weiterverhandeln? Vergiss es. Aus dem Osten kam noch nie etwas Gutes. Wow. Sie haben es verbockt. Okay, Leute, das wird jetzt übel, glaube ich. Katastrophale Fehlfunktion. Das ist lange her. Und die ganze Zeit hat es Signale gesendet. Immer schwächer. Ich muss zurück ins Lager, bevor die Maschinen zuschlagen. Okay. Haben die damit früher die Maschinen unter Kontrolle gehalten, oder was? Okay, wir müssen wirklich schnell zurück. Hätte sein können, dass hier irgendwo vielleicht noch eine Energiezelle ist oder so. Brauchen jetzt halt Energiezelle. Alles klar, okay, dann lass mal runter machen. Ich glaube, da geht jetzt gleich die Luzi ab, Leute. Denke ich zumindest. So, irgendwo ging ein gelbes Seil rum, ne? Lass das mal speichern. Ja, hier, sehr gut. Nein, was? Der Angriff hat schon begonnen. Oh, ist das übel, ey. Wir
tut mir übelst leid. Tut mir echt übelst leid. Da liegt doch noch der Donnerkiefer. Sind wütend. Bleibt weg von ihnen. Da liegt der Donnerkiefer noch rum. Jäger, verteidigt das Lager. Tut, was ihr tun müsst. Vorwärts! Das ist krass, Leute. Und jetzt kommt meine Maschine. Und was für eins. Meins auch. Sag mal, ziehst du mal? Hat eigentlich schon gedrückt. So. Eingefroren. Eingefroren. So viel zu Zukunftsfrieden. Das war nur eine Nebenwirkung. Er wird nicht glücklich darüber sein. Ah, sehr gut, nur eine Trophäe. Hier draußen ist überhaupt nichts los. Ja. Mein Breitkopf und mein Stürmer, der gehört noch mir. Der ist treu und zahm. Ich hatte ja irgendwie auch ein bisschen drauf gehofft, dass das Tier auch aufwacht hier. Na, mal abwarten. Nora, hast du diese Veränderung kommen sehen? Nicht so richtig. Aber ich weiß, dass sich gerade viel verändert. Diesmal waren es Fremde. Die Osseram dachten... Die Osseram denken nicht. Sie werden unser Gleichgewicht nie verstehen. Zwischen Mensch und Maschine. Das blaue Licht ist nun fort. Uns bleiben viele Lieder. Lieder voller Trauer, der Dankbarkeit. Und was jetzt? Gehst du zurück in dein Heimatland? Wenn die Jungen lernen, auf Eisschollen zu gehen, sagen wir, das Geheimnis ist immer ein Schritt nach dem anderen. Vielleicht offenbart sich... eines Tages das Geheimnis der Maschinen. Das hoffe ich. Viel Glück, Tikuk. Jo, nimmt es ja mit Fassung. Sind zwar alle ein bisschen verstrahlt, aber trotzdem sympathisch. Und was ist mit dem Donnerkiefer? Ich hatte ja gehofft, dass der auch irgendwie jetzt aufwacht. Wenn die mich nochmal alleine hier draußen abstellen, werden sie es bereuen. Hey. Okay, das sieht ziemlich kaputt aus. Haben die den auch gesichert oder was? Weil hier solche Fäden sind. Hat ja auch einer in die Kommentare geschrieben. Es gibt halt, wie gesagt, irgendeine Waffe, womit man größere Max auch festhalten kann. Und so eine Seilwaffe irgendwas. Muss man da mal gucken. So gut, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Wir müssen aber die Figuren, so hätten wir natürlich gerne noch.